Ich bin einfach davon überzeugt, dass es auch irgendwann der richtige Zeitpunkt ist, um zu gehen, und das auf einem sehr hohen Niveau. Und das habe ich mir immer gewünscht. Und dass die Saison am Ende noch so einen Dreh bekommen hat, dass dieses Drehbuch am Ende noch für mich persönlich auch so geschrieben wird, vielleicht mit einem tollen Finale in Berlin und mit dem Pokal am Ende in den Händen. Ja, also schöner kann man es ja gar nicht mehr haben. Und deswegen bin ich mehr denn je davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist. Dieses Ziel, jeden Samstag erfolgreich zu sein, mit einer Mannschaft darauf hinzuarbeiten, am Samstag einen gewissen Plan durchzuziehen und sich dann darauf zu freuen, irgendwie Sonntagmorgen auslaufen und dann diesen Tag mit der Familie zu genießen, all das wird mir dann sicherlich auch fehlen. In der Vorbereitung Dinge zusammen zu erarbeiten, harten Trainingstagen, am Ende irgendwie mit der Mannschaft in der Sauna zu sitzen und einfach stolz auf das zu sein, was man geleistet hat. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Momente, die mir fehlen werden, an denen ich oft an die Mannschaft zurückdenken werde. Also ich habe sehr viele schöne Momente bei Borussia Dortmund mitgemacht, aber natürlich die erste Meisterschaft, alles das, was man das erste Mal tut, bleibt natürlich am meisten hängen. Und dieses Finale damals gegen Werder Bremen im letzten Spiel, 1-0 in Rückstand geraten und dann am Ende irgendwie, glaube ich, 78. Minute macht Everton das 2-1. War natürlich ein super emotionales Spiel, vor allem, weil wir in dieser Saison eigentlich auch noch gar nicht mehr am Ende damit gerechnet haben, die Meisterschaft überhaupt zu gewinnen. Also das war natürlich ein wahnsinnig toller Einstieg für mich hier bei Borussia Dortmund. Also abgesprochen hat das mit mir jetzt nicht. Aber nein, also für Jürgen wird das sicherlich auch am Samstag ein ganz emotionaler Moment werden. Ich weiß ja auch, wie die Menschen ihn hier lieben gelernt haben über diese Zeit. Er ist ja auch schon über 7 Jahre jetzt dann bei Borussia Dortmund. Und demnach ist es ein toller Tag, hoffentlich für uns beide. Ich hoffe, dass wir sportlich vor allem das richtige Zeichen setzen können, um am Ende auch irgendwie alle zusammen zu feiern, um das internationale Geschäft noch am Wochenende auch einzutüten. Das wäre schon wahnsinnig wichtig. Ich denke, dann kann man auch, ja, ich sag mal, diesen Tag etwas genießen, etwas gelassen rangehen. Und lassen wir uns einfach mal überraschen, was danach passiert.